Einen schönen guten Tag. Willkommen zurück zu einem Röntgen Starfield. Wir stehen hier bei Trevor. Ich habe keinen Plan mehr, was der letzte Planauftraggerät war. Ich werde das überprüfen. Ah, wir könnten heiraten fliegen. Oh ja, pass auf. Wir begeben uns. Jawohl. Ach, da war ich noch nicht. Ich muss erstmal nach Volti springen. Ja, wir bringen das jetzt hinter uns. Also. Das Schiff, du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Ja, wir müssen erstmal schmuggeln. Fertig. Viel Spaß in Neon. Ich will nicht in der Neon. Der Punkt ist, dass ich eigentlich gerne hier nach Paradiso will. Und da hinspringen. Oh, Moment, den muss ich erstmal. Nee, warte. Ja, ich arbeite dran. Einmal. Hallo, ich bin Shiro Sugiyama, der Security Chief von Paradiso. Entschuldige, dass ich dich über diesen Notkanal kontaktiere, aber wir brauchen Hilfe wegen des großen Schiffs im Orbit und möchten diese Angelegenheit gerne diskret regeln. Aha. Falls du uns helfen kannst und willst, komm bitte möglichst schnell ins Sicherheitsbüro von Paradiso. Ende der Durchsage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich schon will. Ich weiß nicht, ich überlege mir erstmal. Ja, oder komm her. Schiss drauf, wir machen das zuerst. So, dann verlassen wir unser Schiff. Dann müssen wir in die Richtung. Dann mache ich das mal. Ignoriere uns einfach. Wir wahren hier nur den Frieden. Ja, ich ignoriere dich auch. Hatte jetzt nichts anderes vor. So, hier ist der Security-Chef. Herzlich willkommen. Jiro Sugiyama, stets zu Diensten. Ja, grüß dich. Hast du Bedenken bezüglich der Sicherheit? Oder kann ich sonst etwas für dich tun? Na, ich sollte doch kommen. Ich bin wegen des Notrufs hier. Ah ja, natürlich. Schön, dass du da bist. Wie du dir denken kannst, haben wir ein kleines Problem. Unter normalen Umständen würden wir keine externe Hilfe anfordern. Aber unsere Gäste dürfen wegen dieser Angelegenheit nicht in Sorge geraten. Wir müssen daher äußerst diskret vorgehen. Falls du das nicht schaffst, könnte es schwerwiegende Folgen haben. Schwörst du also, mit niemandem darüber zu reden, falls du nicht die explizite Anweisung dazu erhältst? Verstanden. Ich schwöre es. Sag mir, was ich tun soll. Klasse. Vielen Dank. Vor kurzem ist ein merkwürdiges und gigantisches Schiff vor Porima aufgetaucht. Es befindet sich im Orbit unseres Planeten. Bisher scheint es nicht feindselig zu sein. Aber alle Kommunikationsversuche waren vergeblich. Wir wissen also nicht, was das Schiff will. Klingt nach einer heiklen Lage. Erzähl weiter. Das ist es auch. Wir müssen größte Vorsicht walten lassen. Versuch zuerst noch einmal, sie anzufunken. Und wenn das nicht klappt, musst du das Schiff entern. Wer da auch an Bord ist, oder was, du musst um jeden Preis diplomatisch vorgehen. Sobald du mehr Informationen hast, melde dich bei Oliver Campbell. Er ist der CEO von Paradiso. Er trifft alle offiziellen Entscheidungen und bezahlt dich auch. Viel Glück. Na, das ist ja... für den Moment mal noch einfach. Vom Prinzip her. Das war ein netter Tapetenwechsel. Kann ich dir behilflich sein? Schön, naja. Dass du unversehrt zurück bist. Ich war da nur auf Paradiso, Leute. Es scheint ja jetzt nicht so zu sein, als wäre Paradiso nicht das totale Paradies.
Naja, abheben. Abheben ist der Plan. Sollte das jetzt nochmal irgendwann in absehbarer Zeit passieren, dann fliegen die Mods alle raus. Hallo, hier spricht Janet. Aha. Das funktioniert wohl nicht. Ich werde sehen, ob ich andocken kann, damit wir an Bord reden können. Einsteigen. Bin mal gespannt, was das für ein... Schön ruhig. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es feindselig ist. Ich stimme dem Captain zu. Jetzt ist Diplomatie gefragt. Ja, aber wir müssen auf alles gefasst sein. Augen und Ohren offen. Du bist ein Mensch? Natürlich bin ich ein Mensch. Nehme an, du hattest etwas anderes erwartet? Wir hatten nicht erwartet, auf Leben zu stoßen. Schon gar nicht auf Menschliches. Wir dachten, außer uns hätte niemand die Erde verlassen. Schrecklich, der Gedanke, so lange von der Menschheit abgeschnitten zu sein. Beängstigend. Wollen wir unsere Gäste nicht begrüßen? Natürlich, meine Manieren. Ich bin Captain Diana Breckenridge. Das ist Security Officer Bomani Reeder. Hm. Und das ist Dr. Mabuti da Costa, einer unserer Ältesten. Ist mir ein Vergnügen. Ich bin Jeanette und bin hier, um zu helfen. Ach, wie du vielleicht erahnt hast, sitzen wir etwas in der Klemme. Als unser Schiff nach fast 200 Jahren endlich ankam, war unsere neue Heimat bereits kolonisiert worden. Von... Nun, das wissen wir nicht. Alle Kommunikationsversuche waren vergeblich. Du kommst daher gerade recht. Vielleicht könntest du vermitteln. Zwischen uns und... Nun ja, den anderen. Ich würde gerne mehr erfahren, aber vielleicht sollten wir erst aus dieser Luftschleuse raus. Oh ja, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Also dann, kommt bitte mit. Wir müssen erst mal einiges besprechen. Dazu gehen wir auf die Kommandobrücke. Dr. da Costa, du kannst in dein Quartier zurückkehren. Danke, Captain. Ich folge dir auf die Brücke. Aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, wir haben von unserem Gast nichts zu befürchten. Aber wenn du darauf bestehst... Hat jetzt nicht vor, euch alle zu erschießen. Willkommen auf dem Erdkolonistenschiff Constant. Anfang der 2100er Jahre hat mein Vorfahr Rupert Breckenridge eine Reihe wissenschaftlicher Szenarien erforscht. Klimawandel, Asteroideneinschlag, Atomkrieg, globale Pandemie und mehr. Alle Szenarien haben ein Massenaussterben innerhalb der nächsten 50 Jahre vorhergesagt. Er war überzeugt, dass die Erde unbewohnbar werden würde. Und wir dachten, dass genau das geschehen ist. Er hat also die besten und klügsten Köpfe versammelt, die Constant gebaut und Kurs auf diesen Planeten gesetzt. Das Schiff war damals das größte, fortschrittlichste Schiff, das je auf der Erde gebaut wurde. Ganze Generationen wurden auf diesem Schiff geboren, haben hier gelebt und sind hier gestorben. Der Beweis, dass die menschliche Genialität und Hartnäckigkeit keine Grenzen kennen. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar Störenfriede ausschalten. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grund streng. Tja, da wären wir. Reden wir. Es ist ein Wunder, dass das Schiff mit derart veralteter Technologie überhaupt navigieren konnte. Ich komme mir vor wie in einem Museum. Wir dachten nicht, dass hier jemand ist, aber ich freue mich darüber.
klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Naja, wie schon gesagt, alle unsere Kommunikationsversuche sind gescheitert, bis du aufgetaucht bist. Aber versucht haben wir es. Aber wenn du schon fragst, vielleicht könntest du als diplomatischer Kanal zwischen uns und ihnen dienen, damit wir eine Lösung finden. Wäre das für dich akzeptabel? Die Leute auf Paradiso wollen dasselbe. Ich bin dabei. Ah, sie haben also einen Namen. Paradiso. Es klingt vielversprechend, dass sie dich zu uns geschickt haben. Wir beabsichtigen, diesen Planeten zu besiedeln. Aber da sie schon hier sind, werden sie ihren Anspruch verteidigen wollen. Wir möchten, dass du uns vertrittst und uns hilfst, eine Lösung auszuhandeln, die im Idealfall uns begünstigt. Ich werde es versuchen, aber Diplomatie erfordert auch Kompromisse. Ja, natürlich. Aber wir müssen unsere Ziele von Anfang an mit Nachdruck vertreten. Falls nötig, können wir auch Kompromisse eingehen. Eine gute Lösung für alle finden. Aber unsere Ausgangsposition ist, dass sie den Planeten uns überlassen sollen. Mach ihnen das klar. Gib mir Bescheid, wie sie reagieren. Dann sehen wir weiter. Purima 2 ist riesig. Warum besiedelt ihr nicht die andere Seite fern von den anderen? Daran haben wir auch gedacht, aber das funktioniert nicht. Ich muss die Zukunft unserer Leute im Blick haben. Die erste Siedlung mag ja klein sein, aber unsere Vorgänger wollten, dass sich unsere Zivilisation auf dem Planeten ausbreitet. Das wird schwierig, wenn jemand anderes das Gleiche vorhat. Der Gedanke des Teilens ist uns nicht vollkommen fremd, aber es ist einfacher, wenn diese Welt nur uns gehört. Okay, aber keine Garantie, dass ich sie überzeugen kann. Aber, man gibt doch nicht auf, bevor man es versucht hat. Danke und viel Glück. Muss ich da jetzt hin? Warte kurz. Tatsächlich. Okay, das geht also gar nicht. Das ist ja schön. Für den Umgang mit Gefahren aus. Naja, dann. Moment. Und wo sind wir denn gekommen? War das von hier? Ich meine schon, ne? Ja, hier war der Weg ins Unglück. Ich freue mich immer, wenn du vorbeikommst. Ja, ich freue mich da auch mal total. Der Punkt ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob das, was die wollen, machbar ist. Landen wir mal. Eigentlich ist es ja so, ich wollte nur heiraten, ne? Hallo und willkommen zurück, Mr. Taufik. Dies ist Ihr achter Besuch. Ach, guck an, jetzt muss ich schon in eine ganz andere Richtung. Steht der hier draußen rum oder ist der irgendwo drinne? Oh, Paradiso ist wunderschön. Kannst du dir einen friedlicheren Ort für ein Resort vorstellen? Naja, das wird gleich, wahrscheinlich weniger friedlich. Warum dachte ich, nur 3 Tage würden reichen? Hier kann man es doch eine Weile aushalten. Und viel. Reicht es das ein? Quatsch, nicht so viel, wir müssen zum Chef. Du kannst hier nicht einfach reinstürmen. Hast du einen Termin? Gewissermaßen schon, ja. Ihr habt ein Schiff im Orbit und ich will helfen. Dann warten schon alle auf dich. Brauchst du noch etwas von mir, bevor du dich mit dem Vorstand triffst? Naja, ich bin also bereit. Bereiter geht kaum. Dann viel Spaß im Haifischbecken. Und keine Sorge, sie nennen es selber so. Wow. Ich finde einfach, wir sollten uns auf die natürliche Schönheit des Planeten konzentrieren.
Da draußen du kannst es von Millionen Glück reden, dass ich nicht wie die anderen Vorstandsmitglieder faul die am Strand rumliege. Doch genau das, was uns warum mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll? Jiro sagt, du kommst in diplomatischer Mission? Herzlich willkommen. Normalerweise würde ich dir ja erstmal einen All-Inclusive-Aufenthalt anbieten. In Anbetracht der Umstände komme ich einfach direkt auf den Punkt. Unsere Freunde, die Aliens da oben, bereiten unserem Resort alle möglichen Probleme. Na, gefällt dir das? Ist von unserem Marketing-Team. Die Idee ist die, falls wir sie nicht loswerden, könnten sie noch mehr Touristen anlocken. Kommt und erlebt die Aliens! Kommen wir einfach direkt zur Sache. Ah, jemand, der Klartext redet. Das gefällt mir. Okay, also, was weißt du über dieses komische Schiff da oben? Es ist ein Generationenschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren seit 200 Jahren unterwegs. Wow, interessant. Sie werden sich garantiert nicht verziehen, wenn wir sie einfach nur höflich darum bitten. Also Leute, was sollen wir unternehmen? Ich brauche ein paar gute Vorschläge. Irgendwas, womit ich arbeiten kann. Sie könnten sich doch hier niederlassen. Platz dafür wäre mehr als genug. Sie könnten hier bleiben. Vorübergehend. Aber es würde Sie einiges kosten. Und Sie müssten Ihre Schulden abarbeiten, bevor Sie wieder gehen können. Wohl kaum. Aber könnten wir nicht Ihr Schiff mit einem Graphantrieb ausrüsten, damit Sie ein neues Zuhause finden? Unsere Techniker könnten Ihnen helfen und die Sternenkarte Ihres Captains aktualisieren. Wäre das nicht was? Klingt teuer. Wir können diese Kosten nicht tragen. Vermutlich besitzen Sie nicht mal eine kompatible Währung oder ausreichend Sachwerte. Jemand müsste die Kosten für uns übernehmen. Ganz ehrlich, am besten wäre es, dieses Schiff würde einfach nicht mehr existieren. Aber Simas Vorschläge sind für mich okay. Sag mir einfach, was du machen willst. Warum können Sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? Dieser Planet gehört uns, nicht Ihnen. Bei Paradiso überlassen wir nichts dem Zufall. Wer weiß, was diese Leute mit ihrem Land anstellen werden. Stell dir nur die möglichen landschaftsgestalterischen Katastrophen vor und wie das die Satellitenbilder in unseren Broschüren verschandeln könnte. Nein, wenn Sie hier leben wollen, müssen wir Sie in unsere Kultur einbinden, anstatt alles dem Zufall zu überlassen. Das sind Menschen und du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung? Das ist doch absurd. Absurd hin oder her. So sieht unsere Haltung dazu aus. Ich treffe die Entscheidungen für unsere Gruppe, nicht du. Sie können also hierbleiben, wären dann aber Leibeigene? So habe ich das nicht gesagt. Es wäre ein Deal, bei dem Sie Kost und Logis im Austausch gegen Dienstleistungen erhalten. Natürlich lässt sich nicht sagen, wie lange dieser Deal dauert. Schließlich würde Ihre kurz- bis mittelfristige Unterbringung und Verpflegung für uns einen enormen Kostenaufwand bedeuten. Langfristig würde das Resort allerdings Betriebskosten einsparen, da wir einen Teil unseres bezahlten Personals entlassen könnten. Wieso? Was muss ich denn? Wieso muss ich den Graphantrieb kaufen? Weil es nicht unsere Aufgabe ist, die Kosten dafür zu stemmen. Außerdem haben wir schon angeboten, dass unser Technikerteam Sie bei der Installation unterstützt. Spezialgefertigte Graphantriebe sind nicht billig. Und ich nehme an, dass Sie weder das Geld noch die Verbindungen haben, um an solch eine Technologie zu kommen. Also bleibt bei dieser Verhandlung nur eine weitere Partei. Du. Ach, ich habe mich wohl entschieden. Ah, nicht mehr existieren? Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? Ich will damit gar nichts sagen, außer der Tatsache, dass unser Leben ohne dieses Schiff einfacher wäre. Interpretier das, wie du willst. Naja, ich habe mich wohl entschieden. Und? Welches Angebot wirst du Ihrem Captain vorlegen? Es gibt doch einen Captain, oder? Ich kaufe den Graphantrieb und bringe Sie dazu, sich anderswo anzusiedeln. Gute Entscheidung. Dann schau mal bei Benno St. James drüben bei Hopetech vorbei. Er ist der Beste hier. Wenn jemand einem 200 Jahre alten Schiff einen modernen Graphantrieb verpassen kann, dann er.
Wenn du zurück bist, schließen sich unsere Techniker mit seinen kurz. Eventuell musst du aber den Leuten auf der Constant bei den Vorbereitungen helfen. Viel Glück. Ich weiß, das war eine schwere Entscheidung. Aber wenn du mich fragst, war das die richtige Wahl. Wenn die Alternative die Zerstörung ihres Schiffs und ein Leben in Knechtschaft ist, dürfte das die beste Chance für diese Menschen sein. Okay, ich danke dir im Namen der Paradiso Group für deine Hilfe. Sie sind sogar das Einzige, was wir wirklich zu bieten haben. Ich will aber nicht riskieren, dass wir wie ein künstliches, dubioses und vermülltes Dreckloch wie Neon wirken. Wir sind anders. Wir haben hier etwas Besonderes. Konzentrieren wir uns darauf. Balaam hat recht. Danke, ich... Wir wollen nicht mit Neon konkurrieren. Himmel, Herrgott, das ist ein Gelaber hier. Es freut mich, wenn ich für glückliche Gäste sorgen kann. Ja, ja, du mich auch. Manche Gäste glauben, hier sei alles kostenlos. Was ein Geschwätz, Alter.